Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier zu Hause, egal wo. Erstmal zum Vorwurf, es gäbe keine inhaltliche Debatte. Naja, an uns lag es nicht. Wir können nicht mehr machen, als einen Antrag stellen, in den Ausschüsse überweisen und uns damit beschäftigen. Wenn die Bereitschaft der Debatte von den anderen Fraktionen in Ausschüssen nicht da ist, dann können wir nichts dafür. Das ging sogar so weit, dass wir uns gezwungen sahen, eben selbst ein Werkstattgespräch zu machen mit Vertretern der Richter, der Juristen, der Führerscheinbehörden, Vertreter des Handverbands waren dabei und sogar jemand von der Grenzwertkommission war dabei. So viel zu dem Thema, Piraten würden sich damit nicht inhaltlich beschäftigen. So, meine Damen und Herren, wenn ich mir so Wortbeiträge angehört habe, frage ich mich natürlich schon, wie viel Promille der ein oder andere so hatte. Aber sei es drum, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass der ein oder andere das nicht so wirklich begriffen hat. Deswegen möchte ich Sie langsam an das Thema heranführen und bitte Sie darum, mich auf eine Reise zu begleiten, eine gedankliche Reise. Stellen Sie sich vor, Sie hatten letztes Wochenende eine tolle Feier mit Freunden, trinken 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Bier oder ein paar Gläschen Wein. Sie haben Spaß, einen angenehmen Abend. Die Rechnung bekommen Sie einen Tag später. Kopfschmerzen. Das kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen so, mehr oder weniger. Bis dahin ist vermutlich die Situation jeden von Ihnen bekannt. So, jetzt stellen Sie sich mal weiter vor, dass Sie heute, also am Donnerstag nach dem Wochenende, ja, hierher Richtung Landtag fahren, werden von der Polizei angehalten, man macht einen Drogentest und Sie verlieren daraufhin Ihren Führerschein, obwohl Sie heute Morgen völlig nüchtern und pflichtbewusst hierher gefahren sind. Sie verlieren Ihren Führerschein, weil man Spuren von Alkohol in Ihrem Blut gefunden hat. So wenig, dass es nur mit einem technisch hohen Aufwand festzustellen ist, dass Sie überhaupt am Wochenende Alkohol getrunken haben. Sie verlieren nun also Ihren Führerschein und verstehen die Welt nicht mehr. Wäre das ein Ding der Unmöglichkeit? Würden Sie sich ungerecht behandelt fühlen? Sie waren ja schließlich ganz pflichtbewusst und nüchtern unterwegs. Und zugegeben, das passiert Ihnen nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Sehr wohl kann es Ihnen aber genauso passieren, wenn Sie am Wochenende Cannabis konsumiert haben. Grund für diese Ungerechtigkeit ist, ja, man könnte tatsächlich sagen, Grund für diese Diskriminierung von Cannabiskonsumenten sind politisch gewollte Grenzwerte. In Deutschland liegt der Grenzwert bei 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Man kann bei dieser THC-Konzentration vollkommen nüchtern Auto fahren und ist in der Lage, sich völlig unauffällig am Straßenverkehr daran teilzunehmen. Experten sind sogar der Auffassung, dass ein vermindertes Reaktionsvermögen erst bei einer Konzentration von bis zu 3 oder gar 5 Nanogramm auftritt. In einigen Ländern ist dieser Grenzwert deutlich höher angesetzt. In der Schweiz in etwa liegt er beispielsweise bei 3 Nanogramm. Zur Erinnerung, in Deutschland verlieren Sie bei 1 sofort den Führerschein. Werden also bei einem Autofahrer Tage nach dem Konsum winzige Rückstände des Wirkstoffes Cannabis bei einem Drogentest gefunden, ist es vollkommen egal, wann der eigentliche Konsum stattgefunden hat. Der Lappen ist weg. Und es spielt auch keine Rolle, ob der Fahrer oder die Fahrerin nüchtern war oder nicht. Ist das ungerecht? Ich sage, ja, das ist ungerecht. So, wie schnell THC abgebaut, hängt unter anderem von der körperlichen Verfassung des Menschen ab. Grundsätzlich wird aber Cannabis sehr viel, viel langsamer abgebaut als Alkohol, unabhängig vom Rauchzustand. Der Konsum kann eine Woche zurückliegen, ist aber mit neuartigen Testinstrumenten immer noch nachweisbar, bis zu einer Woche danach oder gar länger. 1 Nanogramm THC im Blut reicht dann eben aus, um den vollständigen Entzug der Fahrererlaubnis zu bekommen. Und nicht nur wir Piraten, auch viele Konsumenten, ja selbst Mediziner und Juristen finden das absurd. Ich zitiere Christel Lüdecke, Chefärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sowie gleichzeitig Mitglied im Bundesgremium, welches die Begutachtungslinie zur Kraftfahrzeugseignung überarbeitet. Sie sagt im Zitat, im Vergleich zum Alkohol wird hierzulande mit zweierlei Maß gemessen. Die Grenzwerte sind einfach willkürlich. Experten nennen also diese Praxis mit zweierlei Maß messen. Wir nennen es schlicht Diskriminierung und das muss endlich aufhören. Und jetzt völlig ohne politischen Gehabe. Ich habe jetzt tatsächlich durch die Befassung mit dem Thema viele junge Menschen kennengelernt. Einen davon völlig unbescholten, unauffällig. Ein junger Handwerksgeselle mit Bestnoten hat so seinen Führerschein verloren und somit auch seine Lehrstelle, obwohl er nachweislich
völlig nüchtern viele Tage nach dem Konsum am Wochenende mit dem Auto unterwegs war. Er hat seinen Führerschein verloren, weil bei ihm Abbauprodukte von Cannabis-Wirkstoffen im Blut zu finden waren. Was glauben Sie eigentlich, welches Verhältnis dieser junge Mensch zu unserem Rechtsstaat hat? Was glauben Sie, wie sich dieser junge Mensch fühlt? Das Vertrauen wird hier zwischen Bürgern und Rechtsstaat unnötig zerstört. Meine Damen und Herren, nehmen Sie den Antrag der Piraten an, zeigen Sie, dass Sie dieses Problem verstanden haben und setzen Sie einen richtigen Schritt, um diesen Wahnsinn zu beenden. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Lammler.